welch Wahnsinn mich erwarten wird. Eine leuchtende Treppe in einen leuchtenden Weg. Ich frage mich, was sich diese Person dabei gedacht hat. Eine dreidimensionale Treppe zu erschaffen, die man einfach nur immer weiter hochspringen muss. Was ist das Sinn? Was ist der Sinn dieser Sache? Ich meine... Aua. Was hat sich diese Person dabei gedacht? Upsala. Okay. Was hat sich diese Person dabei gedacht? So eine Treppe zu machen. Ey, wie langweilig? Man weiß es nicht. Deshalb bewegen wir uns langsam hier hoch. Es ist ein anstrengender Weg, immer weiter hoch eine Treppe zu laufen. Aber das dreidimensionale Gefühl hat ja schon etwas. Und dieses Leuchtende da oben, es ist so anziehend. Man will nach oben. Man will den Weg nach oben finden. Man will gerne nach oben. Und trotzdem ist alles dreidimensional. Und das Ding ist, man könnte jederzeit fallen. Es ist die ganze Zeit möglich zu fallen. Das ist das für ein Gefühl, dass man jederzeit nach links oder rechts runterfallen könnte. Es ist gruselig. Und warum sind das so epische schwarze Wände links und rechts? Ich sehe das Licht. Ich sehe ein Ende. Ich sehe ein Ende. Nein, ich sehe kein Ende. Ich sehe einfach nur, wie man immer weiter nach oben läuft. Ich sehe nur, wie diese Treppe einfach kein Ende nimmt. Doch da oben ist ein Ende. Ich finde das sehr klasse, ne? Dieses Ende, es ist direkt vor uns. Ich kann nicht mehr anders. Holy, dieser verrückte Kerl aus Zombie Survival. 1,5 Jahre mit dem verbracht auf diesem bekloppten Server. Oh Mann. Und jetzt kriege ich als von ihnen so ein tolles Geschenk. Eine bekloppte Karte mit verdammten... Ey, was ist da mit Lutschis? Lutschi Express? Wie Lutschi Express? Was ist denn jetzt los? Okay, einfach mal überraschen lassen. Wir sind da oben angekommen. Oh ja. Machen das. Der Lutsche Express ist für uns keine Herausforderung. So einfach ist das. Wir werden uns auflutschen lassen. Okay. Hallo Leute, willkommen bei... Nein! Au! Au! Hier ist Mr. Möhr, wollte ich eigentlich sagen. Hier ist Mr. Möhr und wir spielen jetzt M-Balls. Ach, ich krieg das noch einmal hin. So, bis... Ja, bis jetzt ist es noch ein bisschen schwerer, aber es läuft schon irgendwie. Irgendwie kriege ich das hin. Diesen Messer unter Kontrolle, bis konnte dieses verdammte Hallo Leute, willkommen bei Syndrom. Die billigste Begrüßung von allen überhaupt. Ich bin jetzt wieder Mr. Möhr. Ja, wie geht es euch? Wir spielen jetzt M-Ball und ich habe da jetzt auch wirklich gerade ziemlich viel Lust. Also machen wir das jetzt einfach. Ja, geil, M-Ball spielen. Ist das nicht toll? Nein, ist es nicht. So, ich muss mich jetzt erstmal um eine ganz besondere Kampagne kümmern. Ich hoffe, ich habe nichts weiteres angefangen. Ich weiß, welche drei da noch dran sind. Ich weiß, dass Wald wegen Baum und so noch ist. Aber jetzt erstmal vor eine andere Kampagne. Erstmal The Bad Red FK Frontman. Der Kollege war schon arschlange drauf. Das ist ja eine Kampagne schon. Ich habe ihn nämlich vergessen. Ich weiß nicht warum. Aber anscheinend muss ich ihn echt vergessen haben. Und ich hasse mein Aufnahmeprogramm an dieser Stelle, wie nochmal sagen. Weil es mit halber Dingens aufnimmt. Das ist scheiße. Ich muss nochmal neu schneiden. Wartet kurz. Geht doch. Warum nicht gleich so? So, okay, dann machen wir doch einfach jetzt weiter und jetzt vergnügen wir uns mit einer vollen Erfährszahl. Ja, klasse! Der Bad Red, das hört sich schon fast so an, als würde hier jemand tausende von roten Teilen hier einbauen. Was natürlich nicht sehr nett wäre. Du willst dich doch nicht mit Rot belasten, oder? Denn Schwarz auf Rot ist nicht so nett. Was ist ein Schwarz auf Rot für eine Farbe? Dunkelrot, haha. Oder vielleicht auch tiefes Herzrot. Oder vielleicht auch runter Toilettenrot. Oder vielleicht auch, wir sterben alle, rot. Oder vielleicht auch, wir haben irgendwelche Komplexe, rot. Oder vielleicht sollte der Zugang immer aufhören, so behindert zu reden, rot. Was ist das denn jetzt überhaupt? Was ist das für ein Gebilde? Und was ist denn, wieso wackelt hier alles? Das gibt's doch gar nicht. Das ist jetzt schon wieder so ein komischer Satansbrei hier. Kia zu viel, ja genau. Alles wackelt, nix geht mehr. Nix geht mehr, oh. Jetzt wäre ich sogar fast irgendwo stecken geblieben. Das wäre ja schon mal wenigstens etwas gewesen. Hätte ich wenigstens mal Halt, dann wäre das ja schon klasse. Aber noch nicht mal den kriege ich irgendwo. Ihr findet das nicht auch klasse, diese Kampagne? Ich mag sie jetzt schon. Ich finde sie jetzt schon toll. Weil irgendwie weiß man nie, wo man hängen bleibt. Okay, jetzt aber. So, jetzt. Ich fall doch immer durch, genau an der Stelle. Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht mehr witzig hier. So, jetzt aber. Ich schau mal, was hier rechts ist. So, was ist denn das?
Okay, das ist doch schon gar nicht so schlecht. So, hier hüpf, hier hüpf. Was ist das? Auf jeden Fall bin ich weitergekommen, das soll's. Mir ist es egal. Alter Schwede. Das sieht aber recht interessant aus, muss ich einfach mal sagen. Mal ganz darum, dass dieses Neue, dass es das Ganze irgendwie ein bisschen schwerer macht, weil es mir so unbekannt ist. Es ist eigentlich ganz lustig hier. ja, wirklich sehr lustig. Ihr versteht, was ich meine. Ihr müsst richtig zum Lachen zumute. Wisst ihr, wie sehr ich lache? Ich lache so derbe. Yes, okay. Das reicht aber etwa. So, und hoch da. Perfekt geklatscht bin ich hier. Und wie soll das denn gehen, bitte, Kollege? Soll ich diese komischen Ringelwurm da einfach so abgleiten, oder wie hast du dir das vorgestellt? Oder soll ich echt nur die weißen Stellen da berühren? Was ist das für ein Blödsinn? Okay, hier, das hast du mir vorhin geschummelt, ey. So, was sagst du dazu? Ja, jetzt weißt du nicht mehr, was du sagen sollst, wo ich geschummelt habe, ne? Das ist immer dasselbe. Ihr rechnet nie damit, dass man schummelt. Und das ist euer größter Fehler. Das ist euer größter Fehler, dass ihr nie mit meiner Schummelerei rechnet. Ihr seid doof. Nein, seid ihr nicht. Ich finde euch eigentlich sehr intelligent, weil diese Karte... Irgendwie fand ich die erste Karte jetzt schon sehr interessant von dir, Frontman. Weil ich glaube, das war schon sehr viel Arbeit. Ich kann echt verstehen, wenn er echt unbedingt wollte, dass ich seine Karte hier zeige. Weil bis jetzt ist das Ganze hier recht interessant. Rollen wir mal. Oh, Weltuntergang. Nein. Okay, jetzt hier hoch. Die hüpf. Die hüpf. Und dann die hüpf. Und hier mal runter. Wow. Das war unfair, Kollege. Was war's? Das war noch unfairer. Okay, damit habe ich echt nicht gerechnet. Er ist anscheinend doch nicht so blöd, wie ich dachte. So, jetzt verschwummel ich mich hier so lang. Und das wird witzig. Das wird witzig. Das sage ich jetzt schon mal. Und tschüss. Und runtergefallen. Das hat Spaß gemacht. Das war's auf jeden Fall. Warte, rutscht das Männchen hier gerade mit runter? Das wäre nicht nett. Es rutscht mit runter. Ich sterbe. Nee, so denkt es sich wahrscheinlich gerade. Nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ja. Wie komme ich hier jetzt eigentlich wieder raus? Männchens Kopf. Ich habe mir selber eine Todesfalle gestellt. Alter, das ist aber nicht sehr nett. Das ist nicht sehr nett, was hier passiert. Das ist es für eine kranke Karte. Und auf dem Ball. Und auf dem Ball. Das hört nichts. So, zack. Und jetzt aber schön mit Ö und... Aua. Okay, ich dachte, er tötet mich. Jetzt schiebt das Ding da weg. Du brauchst doch... Au! Ich werde hier von allen gequält. Das geht gar nicht. So, beweg dich. Du musst hier lang. Wow. Und schön. Flatsch. Und zack. Jetzt wieder Levels rollen. Oh, das Ding ist viel schneller als ich. Ich muss mich beeilen. Und weiter geht's. So, ich will jetzt mal gucken, wo diese tolle Bahn hinführt. Ich will ja gerne mit der Bahn fahren. Bahnfahren macht nämlich Spaß. Ihr solltet niemals mit der deutschen Bahn fahren. Vielleicht doch. Vielleicht solltet ihr doch mit der deutschen Bahn fahren. Vielleicht solltet ihr auch nicht gerade auf meinen wahnsinnigen Blick achten. Okay. Ihr habt gar nichts gesehen. Ihr habt gar nichts gesehen. Ihr wisst gar nicht, was es bedeutet, ein Ball zu spielen. Ihr wisst gar nicht, was für eine Last das für euch ist. Okay, nicht durchgehen. Nicht durchgehen. So, quetsch den Scheiß weg. Und wie habe ich das denn jetzt gemacht? Es gibt es nicht. So, aus dem Weg, du komische Uhr oder was auch immer du darstellen sollst. Ich hasse dich. Ich schieb jetzt das Ding erstmal wieder voran. Ja, erstmal das Männchen. Was ist denn? Ist das ein Männchen mit zweimal Arm oder was ist das hier? Und er hat ihn nochmal extra Stelzen gegeben. Ich verstehe das alles nicht. Das weiß ich nicht, was ich dabei gedacht habe. Was ist denn das für ein Ding? Wieso hat er zwei weitere Arme gegeben? Ich verstehe es nicht. Es ist so sinnlos. Eigentlich ist alles sinnlos in diesem Spiel. Ich meine, wenn man das so direkt überlegt, eigentlich ist echt alles hier sinnlos. Ey, ich bin weiter als sonst. Und jetzt kommt da wieder dieser Ball, der mich töten will. Und diesmal kriegt er mich aber nicht. So, verpiss dich. Ich darf sie nicht mehr... Wow! Wieso ist es so stecken geblieben? Das ist ja richtig gefährlich. Okay, jetzt aber mal hier hoch, bitte. Dankeschön. Level 3. Mit einem minimalen Trichterprinzip, das dir eingebaut wird. Runterrollen. Oh Gott. Richtig kreativ, doch gut. Was zur Hölle? Und schon wieder so ein Männchen. Ist irgendwie bei Ragdoll Masters oder was ist das hier? Der erinnert sich nicht an Ragdoll Masters. Das Spiel, wo immer Bierfurze von Pi kam. Ach, der arme Pi, der jetzt hier ein bisschen angehackt wurde, sag mal. Wow! Auf einmal geht Fraps voll ab! In Zeitlupe! Nein! Okay, das machen wir aber nicht nochmal, nur damit das klar ist. Wieso ist er jetzt auf 15 Bilder runter? Das fällt dir dabei ein. Muss ich schon wieder neu schneiden? Wisst ihr, wie dumm ist es, immer wieder die Kamera neu zu schneiden? Jetzt hat er sich anscheinend wieder eingekriegt, was soll's. Okay.
Level 4 an der Stelle. Tut mir leid, ich werde jetzt nicht nochmal bis zu dieser Stelle spielen. Das ist mir dann doch zu blöd. Nur weil Fraps hier meint, hier jetzt so rumzicken zu müssen, das finde ich nicht okay. Ich rutsche auf einen Knochen herum. Und ich hoffe, diesen Knochen brauche ich nicht. Nee, nee, das rutscht ja woanders hin. Soll mir recht sein. Ich will ja sowieso nicht mehr mitfahren. Blödes Rutschding hier. Was? Aha! Ach so, das ist eine Bahn! Eigentlich finde ich das alles voll gut. Kann man überhaupt gezeichnet sagen? Ich finde, zeichnen kann man nicht sagen. Ich finde das eigentlich einfach nur alles ziemlich interessant hier gemacht. Und weiter geht's. Sehr, sehr schöne Amboy.